Okay. Wir wollen natürlich nicht, dass er stirbt. Ja, verlieren wir eben 20 Dukaten. Wir können es uns locker leisten. Gut, und es wäre auch an der Zeit, wieder mal irgendjemanden anzugreifen, aber naja. So, 26 und 32. Wir sind immerhin nicht zurückgefallen, noch mehr im Vergleich zu China. Wartet mal, wenn ich mir... ich glaube, die Idee könnte gut sein. Wenn ich mich hier durchkolonialisiere, mehr oder weniger durch Sibirien, bis ich an Russland anstoße, dann müsste ich einen extremen, extremen Technologieboost bekommen, den China gerade auch schon bekommt. Doch wie viele Provinzen muss ich da? 1, 2, 3, 4, 6 Provinzen müsste ich nur kolonialisieren. Oder ging es irgendwie schneller? Vermutlich nicht. Das tun wir. Oder sollen wir es entlang der chinesischen Grenze, damit niemand von hier nach oben sich ausbreiten kann? Wäre vielleicht auch gar nicht mal so blöd. Ja, fangen wir mal an. Hier gehen wir natürlich wieder zu innovativ. Verlieren wieder mal Stabilität, juhu. Naja. Aber ich habe immerhin einen Plan, wie ich meine Technologie, glaube ich, einigermaßen wieder der dem vom Rest der Welt angleichen kann. Oh, und jetzt ist unsere Kolonialreichweite hier unten extrem gut. Jetzt könnte ich genau das Gleiche. 42, 39, 34, 30, 32, 38, 37, 37, 37, 36. Das wäre eigentlich dumm, wenn ich jetzt hier oben so viele Provinzen nehmen würde. Wenn ich anstelle dessen einfach eine einzige Provinz hier nehmen könnte. Bohne oder Pose. Nehmen wir mal Bohne. Weil es ja eigentlich vollkommen egal ist. Und dort oben die Kolonie ist mir erstmal egal fürs Erste. So, haben wir jetzt schon den extremen Vorteil? Plus 3. Ich glaube, dazu muss es dann wohl doch eine große Provinz sein. So, wir haben einen neuen Herrscher, der anscheinend recht gut ist. Wir haben überhaupt keinen Ruf mehr. Ich nehme an, ich habe trotzdem noch keine neuen Kriegsgründe. Nein. Ryukyu. Dreimal. Sogar. Aber naja, was soll man machen? Also, wir werden vermutlich eher für den Rest des Displays einfach ein Kolonialreich weiterhin aufbauen und dabei zwischendurch immer wieder mal den einen oder anderen Vasallen uns holen. Und ich weiß nicht, ob es noch irgendeinen großen spannenden Krieg oder so geben wird, aber da bin ich eigentlich nicht so scharf drauf, weil uns das finanziell sofort ins Bodenlose stürzen würde, wenn wir unserer Armee wieder viel zahlen müssen. So. Jetzt müsste unsere Kolonialreichweite wirklich, ja, sie umfasst das gesamte Gebiet hier. Und mit unserem extremen Einkommen wage ich jetzt mal etwas. Da wir so ein extremes Einkommen haben eben. Nämlich, wie viel ist denn der koloniale Unterhalt? Ist ja nicht so schlimm für eine einzige Provinz. Ich versuche jetzt mal alle diese Gebiete hier zu kolonialisieren. Und zwar relativ auf einmal.
Und ich bin mir relativ sicher, dass wir uns das sogar leisten können. Weil die wachsen ja alle von selbst auch. Und ja. Ich muss nur schauen, dass es immer jährlich beim Plus bleibt. Und wir brauchen einen neuen Natural Scientist. Natural Scientist, so. Ja, bauen wir einfach ein großes, großes Kolonialreich auf. Okay, die ganzen Kolonien scheinen von selbst gerne wieder verschwinden zu wollen. Vielleicht war die Idee doch nicht so genial, wie ich dachte. Bauen wir lieber doch einfach mal die Provinzen normal auf. So, währenddessen bestellen wir Kunstwerke ohne Ende. Gut. Es ist schon wieder ein Typ gestorben hier. Das war wer? Unser Rufberater, oder? Ach nein, wir hatten ja gar keinen. Nehmen wir einfach wieder so einen Treasurer. Ich glaube, es war auch einer. Ja. Gut. Also, wir bauen hier unten ein Kolonialreich auf. Das ist der ganze Plan für die nächste Zeit. Und alle brauchen mal vor Level 1. So, hat sich jetzt hier alles erhöht. Der Nachbarbonus ist gewaltig erhöht worden dadurch. Sehr schön. Und eigentlich habe ich gar nicht vor, dass ich mir diese ganzen Kolonien dann behalte, sondern eher, dass ich die den kleinen Gebieten hier dazu gebe, sobald ich diese zu Vasallen gemacht habe. Sehr schön. Ja, wir breiten uns nicht besonders schnell aus, aber wir breiten uns immerhin aus. Gut. Ja, was soll ich jetzt währenddessen großartig kommentieren? Mir fällt eigentlich gar nichts recht ein. Wir können wieder mal die Welt ein wenig ansehen. Okay, Großbritannien hat Probleme mit Revolten. Persien wird gerade vollkommen von der Türkei übernommen. Aber ich nehme nicht an, dass die mehr als drei Provinzen nehmen können bei den extremen, bei dem extremen Ruf, den man dann bekommt. So, ihr seid fast fertig, dann beginnen wir mit der nächsten Provinz. Schade.
die ist in jedem Moment fertig. Exzellent. Dann machen wir damit weiter, unser Kolonialreich auf- und auszubauen. Ja, und wir haben so viel Geld, wir können uns das eigentlich dann doch leisten, zumindest Level 2er Forts und sowas mal zu bauen. Und auch von den Handelsgebäuden ein bisschen mehr vielleicht noch. Die hat auch Production 22 hier, die Provinz.